Sich selbst Blumen zu kaufen ist schön. Sie am Muttertag von den Kindern zu bekommen, vielleicht sogar noch ein bisschen schöner. Eine Tradition, die auch hier bei Familie Zwanzger in Bernbach zelebriert wird. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Pflanzen dekorieren können wir schon ein bisschen vorher, die Woche davor. Aber die Schnittblumen kommen erst in der Muttertagswoche frisch an. Das wird dann angeschnitten und so. Und die Sträuße werden dann ein, zwei Tage vorher gebunden. Grundsätzlich kann man schon sagen, dass die Muttertagswoche die stärkste Woche im Gartenbau- bzw. Floristikgeschäft ist. Mal die Stunden der Mitarbeiter werden schon wirklich etwas aufgestockt, um dem nachkommen zu können, auf jeden Fall. Und natürlich auch die floralen Lager. Der Blumengroßhandel macht rund 1,5 bis 2% des Jahresumsatzes rund um den Muttertag. Weil wir die Pracht der Jahreszeiten das erste Mal so richtig präsentieren können. Wir sind Gott sei Dank in der Steiermark und haben die größte Anbaufläche von inländischer Produktion. Umrahmt von überregionalen und internationalen Schätzen. Was liegt denn im Trend? Ganz viele mögen es, der Mama was zu schenken, was sie dann auch in den Garten setzen kann oder fürs Gemüsebeet, für Kräuter. Und der klassische Blumenstrauß ist natürlich auch die Nummer eins. Und da sind natürlich Farben von Vintage-Farben oder pastelligen Farben, das ist sehr beliebt. Oder auch wenn es nur eine Einzelblume ist, was Kleines, Blumen sind eigentlich immer passend. Die Muttertagsfavoriten der Gewinnerin des Landeslehrlingswettbewerbs? Ich bin so eine, ich habe es gern traditionell oder auch regional. Und auch, was jetzt so wächst. Rittersporn, Gerbera kann man ohne weiteres nehmen, Hortensien, nachher Lysianthus. Hauptsache mit Liebe ausgesucht.